Hohoho, ho, da draußen an den Empfangsgeräten in der tief verschneiten Republik. Das Jahr 2009 ist am Ende und das ist der richtige Zeitpunkt für den 13. Spieleveteranen-Podcast, unsere Sonderausgabe zum Jahresende, die am Heiligabend deutscher Zeit erstmals ins Internet gestellt wird. Und da reden mit in alter Frische Anatol Locker. Ho, ho, ho. Boris Schneider-Johne. Von draus vom Walde komme ich her. Jörg Langer. Ho, 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 ho. Und das war ein Ho mehr als ich, Frechheit. Und Winnie Forster. Servus. Okay, also wir haben ein Jahr lang versucht, auf den Wunsch von vielen Spieleveteranen-Podcast-Hörern, ihn in die Sendung zu kriegen. Nun ist es passiert, trotz widrigster Wetterumstände. Wir haben ihn kurz dem Kreis seiner Lieben entrissen. Es ist unser Powerplay-Urgestein Michael Hengst. Hey! Hey! Ja, ich konnte ja noch ein paar lustige Anekdoten aus meiner Zeit in Amsterdam. Nein, also vor 20 Jahren ist es her. 20 Jahre ist es her, da erschien ein Sonderheft, die 100 besten Spiele 1989. Und da, ich glaube, Jörg kann da vielleicht dazu sagen, wie ihn als jungen Menschen das geprägt hat, dieses Meisterwerk. Ja, ich habe die Powerplay-Sonderhefte gemocht, aber das war wirklich ein Spitzending. Da war auch alles drin, was Rang und Namen hatte. Mein geliebtes Ultima 5 zum Beispiel, weil ich da noch mit Anatol mal drüber sprechen musste, über den Test. Aber dann privat und im nächsten Jahr. Und was? Was? Traust du dich? Auf der Lackerl blöd. Nee, mir ist nur aufgefallen, dass dein Screenshot der einzige im Test, dass das so ein typischer ist. Wir hatten das Spiel nicht und haben es 5 Minuten gespielt, aber das kannst du sicherlich... Das haben wir länger gespielt. Ja, aber das Screenshot ist definitiv von den ersten 20 Minuten. Ja, das kann man. Diese Sonderhefte sind ja unter besonderen Bedingungen entstanden, also quasi wirklich Ende des Jahres in alle Spiele nochmal reinspielen. Also so ist es wahrscheinlich zu erklären, dass man halt dann wirklich bei 20 Spielen in 2 Wochen teilweise auf frühere Screenshots zurückgegriffen hat. Also, ich meine, denk ich mal. Zum Teil war es auch so, dass du Screenshots, die hast du ja gemacht als ganz normales Foto. Das heißt, du hast eine Kamera aufgebaut, den Raum abgedunkelt, dann Blende 8, Viertel, halbe, Ganze und hast dann die besten Fotos rausgeschnitten und die Fotos dann auch mit zum Layouten gegeben. Die wurden dann gescannt und kamen dann natürlich erstmal nicht wieder. Das heißt, was dir auch mal interessierte, ist, dass du 5 Fotos gemacht hast, aber eins zu dunkel war, eins war zu hell. Mhm. Und dann hattest du definitiv auch zu wenig Fotos. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Ultima so war, aber Ultima haben Michael und ich glaube, wir haben uns relativ der Text liest sich sehr kundig. Es ist wirklich Text, dieses. Wir haben uns relativ lange mit dem Spiel auch auseinandergesetzt und großartiges Spiel gewesen. Tja. Was mir halt aufgefallen ist, ich habe jetzt während. Ultima 5 weiß ich von mir. was mir und so das aufgefallen ist. Das musst du halt erläutern. Ich war ja bei nie so der große Ultima-Freund. Ich war eher so dieser 3D-Dungeon-Krabbler. Also Bard's Tale 1 bis 3. Also mir hat diese religiöse Komponente von Richard Garriott eigentlich immer relativ wenig gefallen. Und wenn ich mich dran erinnere, warst du auch, glaube ich, Wizardry sehr stark. Sehr großer Fan. Richtig? Genau. Also, wobei, Kann ich da kurz reingrätschen, weil wir haben ja sogar in der Ausgabe Dungeon Master drin. Jetzt ist Dungeon Master natürlich eigentlich ein Spiel von 87, aber es kam nach schlappen 2 Jahren, kam 89 die Amiga-Version raus. Es gab es erst für Atari ST und bis heute weiß, glaube ich, keiner, oder ich glaube, Boris weiß am ehesten, warum es damals 2 Jahre gedauert hat, ein Atari ST-Spiel auf einen Amiga zu portieren. Auf jeden Fall war das für uns ein guter Vorwand, Dungeon Master in die besten Spiele 89 nochmal drin zu haben. Und das war ja nun das erste 3D-Echtzeit-Computerrollenspiel, oder? Wobei da einige Rollenspiele drin sind in der Ausgabe, die noch viel, viel älter aussehen und wahrscheinlich noch älter sind. Also ich glaube, 1, 2 SSI-Spiele sind 89.
nicht die AD&D, sondern was noch, hier haben wir Demon's Winter zum Beispiel, das sieht aus wie von 1985. Also das Dungeon Master wirkt tatsächlich mit 2 Jahren Verspätung immer noch super modern, auch in dem Umfeld. Und auch Ultima 5, wenn man sich das hinten anschaut, es sieht aus wie aus einem anderen Zeitalter. Michael, Dungeon Master, da kannst du vielleicht noch ein paar Anekdoten beisteuern. Das hast du, glaube ich, sehr intensiv genossen. Ja, intensives Spiel, 16 Stunden am Stück. doch, also durchgespielt, 16 Stunden am Stück. Der Aufwand war es wert, weil ich war ja auch so ST-Freund, dummerweise hatte mein ST nicht genug RAM. Und ich musste dann also am Tag, wo ich das Spiel bekommen habe, noch irgendwie 512K RAM kaufen. Die gab es natürlich alle nur in Chip-Form, nicht einfach heute so einen Riegel reinschieben und gut ist, sondern das waren halt noch einzelne Bausteine. Und dann, aufgeregt wie ich war, bin ich mit meinem Lötkolben doch so eher zitterig dabei gewesen. Also war ich dann noch beim Nachbarn, so ein Elektrofuzzi, Elektrotechniker. Und er hat mir dann in mühevoller Kleinarbeit die RAM-Bausteine in der Huckepack oben drauf gelötet. Und dann durfte ich halt abends mit frisch verlöteten 1 Gigabyte sozusagen. War das ein Gigabyte? Megabyte? Nee, Megabyte, glaube ich, war das, oder? Ein ganzes Megabyte habe ich dann also abends angefangen. Ich glaube, das war 6 oder 7 oder sowas. Ja, und dann habe ich es halt einmal in einem Rutsch, glaube ich, durchgespielt. Und Anatol hatte mich damals auch noch gefragt, wegen der Komplettlösung, ob er meine Telefonnummer abdrucken darf. Schlechte Idee, oder? Die Hotline. Also die nächsten 6 Wochen waren also wirklich damit gekrönt, dass irgendwie Leute bei mir morgens um 4 angerufen haben. Ja, ich stehe da. Was habt ihr gemacht? Kommen da irgendwie nicht so wirklich. Ja, ja. Ja, also das war wirklich so wirklich eine Hotline, Tipps und Tricks. zu den unmöglichen Zeiten angerufen. Morgens um 3, morgens um 4, alles schon gehabt oder rufen. Also wirklich, und haben dann gefragt, sag mal, mir fehlt Gegenstand X, wo finde ich den? Ja, und dann konnte ich, glaube ich, ziemlich auswendig. Ich glaube, ich kann es heute. Ich habe mal irgendwann jetzt auf dem Emulator das Ding gespielt. Also die ersten 5 Stockwerke habe ich, glaube ich, in 10 Minuten geschafft, weil ich kannte das alles noch. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Das verlernt man nicht, nee. Nee. Was, ich war ja einmal bei den Programmierern draußen von FTL, auch lauter nette und sehr helle Kerle. Und das ist ja nun wirklich so diese eine Softwarefirma, die sich so leise wie nur möglich desintegriert hat. Also die haben ja dann Dungeon Master 2 irgendwann nochmal über Interplay dann doch noch rausgebracht. Och, das war aber zu spät. In Japan, glaube ich, zuerst sogar. Ja, das war auch nicht wirklich gut. Und das war völlig veraltet, ne? Also als es rauskam, haben wir nichts gemacht. 4 Jahre später oder sowas. Also 93, 94, 95 kam das erst raus, irgendwie sowas. Und ja, wie gesagt, und die hatten ja zu dem Zeitpunkt, die hatten 3 Spiele. Die hatten vorher ein Rollenspiel, ich komme nicht drauf, das war so ein 2D. Sundog, das war klassische damals. Atari ST exklusiv, ja. Und dann hatten sie so ein Gravity-Clone, ein recht nettes Action-Spiel. Das war eine Kombination. Also technisch waren die super, die Jungs. Ja, und dann aber, wie gesagt, und ich habe die dann ja noch besucht, als Dungeon Master draußen war. Oids war noch nicht erschienen, als sie an der Missionsdiskette für Dungeon Master gearbeitet haben, die ja auch 2 Jahre gebraucht hat, wo irgendwie nur 6 neue Dungeons drauf waren oder sowas. Und das war ein Schreck. In San Diego saßen die, das waren super nette Leute, aber die haben halt Spiele nur nebenbei gemacht. Deren Softwarefirma machte eigentlich ganz anderes, irgendwelche Applikationen auf Großrechnern und sowas. Und das war so ein Hobby. Die haben also ihr Hobby nebenbei mit der Firma gemacht und irgendwann haben sie wohl gemerkt, sie haben nicht die richtige Lust oder nicht richtig genug Geld verdient, dann ist es so dahin gequält und dann waren sie auf einmal weg und keiner weiß wohin. Also ich glaube eben, dass sie auch sehr viele japanische Versionen gemacht haben und ich schätze mal, das hat sie ziemlich aufgehalten, wenn ich dran denke, wie lange ich für mein englisches Buch gebraucht habe. So was unterschätzt man. Und ich glaube, es kam in den 4 Jahren, wo wir im Westen nichts Neues bekommen haben, kam in Japan, jedes halbe Jahr kam irgendeine japanische Heimcomputer-Version raus. Aber programmieren das nicht irgendwelche japanischen Konvertierer?
Müsste ich zum einen mal nachprüfen, aber selbst wenn es so ist, waren sie wohl involviert. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel mehr Zeit geschluckt hat, diese paar Versionen zu machen. Und damals haben, ich schätze schon, dass die Hälfte wahrscheinlich von denen noch gecodet worden ist. Ach, die hätte Michael anrufen sollen, der hätte ihnen das Spiel erklärt und dann, ja. Jetzt muss ich aber euch ein bisschen antreiben. Es geht sehr lange über ein Spiel. Und wie gesagt, wenn man nur in das Inhaltsverzeichnis guckt von vor 20 Jahren, könnte man jetzt noch einige Sachen jetzt noch in die Runde werfen von bemerkenswerten Spielen, die der Jahrgang hervorgebracht hat. Das erste Castlevania auf NES war zum Beispiel dabei. Hm. Wir hatten nochmal, auch weil es eine PC, glaube ich, Umsetzung gab, nochmal das alte Elite drin. Was er eigentlich von 84 war. Falcon, Flugsimulation, Spectrum Holobyte war auch recht berühmt. Das neue Populous. Populous und SimCity waren irgendwie auch 89. Und wir wissen ja alle, was die Spiele ausgelöst haben. Was ich aber vielleicht auch nochmal erwähnen möchte, weil es ist eine schöne deutsche Produktion und da gibt es vielleicht noch ein paar Anekdoten, ist Katakis. Man kann sich noch an Katakis erinnern von Rainbow Arts. Ja. Das war, weil 89 war das Jahr von R-Type, die Automatenumsetzung von Arim. Ja. Das war damals das Pflichtspiel, wenn jemand sich eine PC Engine aus Japan importiert hatte. Und Katakis war leicht inspiriert von R-Type. Ganz leicht. Und das war auf C64 technisch eine ziemliche Sensation. Und mit einer, glaube ich, relativ strengen Kollisionsabfrage. Und war da nicht die Amiga-Umsetzung? War das nicht das eins der ersten Spiele von Factor 5? Richtig. Manfred Renz hat die C64-Fassung gemacht und unabhängig davon hat Factor 5 die Amiga-Umsetzung gemacht. Und Factor 5 hat dann auch, glaube ich, R-Type 2 für den Amiga umgesetzt. Irgendein R-Type durfte Factor 5 in Anführungszeichen dann umsetzen. Das war aber Das war nicht besser. Zur Streitlichtung, richtig, genau. Activision hat die Rechte gehabt. Boris hat die Rechte. Genau, weil ich habe ja zufälligerweise bei dieser Firma gearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Activision hatte damals die Rechte an R-Type und Activision meinte, das ist aber ein bisschen sehr nah dran. Das möchten wir nicht, dass er das so auf den Markt bringt. Und da Rainbow Arts ja noch diese andere Geschichte mit den Gregiana Sisters laufen hatte, wo auch irgendjemand meinte, das sieht aber ein anderes Produkt aus Japan verdammt ähnlich, hat man dann da eingelenkt. Also Katakis gab es dann, glaube ich, weiterhin in Deutschland, aber nur in Deutschland. Es wurden ein paar Sachen umprogrammiert. Ist dann unter dem Namen Denaris in anderen Ländern auf den Markt gebracht. Im Gegenzug hat Activision aber wirklich seine schon existierenden R-Type-Versionen eingestampft und das Katakis-Team engagiert, innerhalb von 8 Wochen dann eben durch Ummalen einiger Sprites und minimales Umbauen einiger Levels daraus dann das Original R-Type zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das war dann auch eine sehr schöne Automatenumsetzung. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, Boris. Woran ich mich dunkel erinnere, ist das Gerücht, dass zur Namensfindung man damals bei Rainbow Arts gerne die gelben Seiten genommen hat und dann bei Restaurant-Einträgen nach guten Spielenamen gesucht hat. Und war nicht Katakis oder Denaris der Name eines griechischen Restaurants? Waren Grieche, oder? Ja. Muss das spezifizieren, das war Manfred Trenz, der Telefonbücher durchsucht hat für schöne Namen für Spiele und da kommt Katakis her und da kommt auch Tarikan her und so weiter. Das sind alles Sachen aus Düsseldorfer, Neusser oder Kölner Telefonbüchern. Tarikan aus diesem Telefonbuch? Ja, ich habe es auch nie geglaubt. Welche Branche ist das? Staubsauger? Oder? Ich glaube, das war Eigennamen oder sowas. Also, Turicano oder sowas. Sowas in der Art. Mein Lieber. Michael, hast du noch hier von 89 noch einen Liebling, den du noch ansprechen möchtest, bevor die Schwiegereltern dich weglocken? Oh Gott, in dem Verzeichnis sind noch ein paar Sachen. Also ich kann mich da dunkel noch an das Jump'n'Run erinnern, dieses Zonzon. Oh, auf PC Engine, ja, Zonzon 2. Auf PC Engine, Zonzon 2, das haben wir, glaube ich, alle relativ lange gespielt und heiß und innig geliebt.